So we decided to share a full keynote with you guys in German. So, also ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen was auf Deutsch. Die Keynote, die ihr gleich hören werdet, ist komplett auf Deutsch. And we will subtitle everything so that you guys can understand what I'm saying. But we were asked a couple of times, like, what do you tell the people on stage? How does a keynote look like? And I do the keynotes in English and in German, no matter how it is. I even switch sometimes before the keynote. This one is about the secret sauce I see that we need to be ready for digital transformation, anything that has to do with new work or any kind of change that we face, not only technology. Listen to the keynote and share with us what you think. I think it's interesting, it's an interesting journey, and I had that keynote here a couple of times this year. So this is the last one that we hold like this, but that's the example you get right now. Danke, Christian. Jetzt kommst du gleich mit den ganzen Challenges vorab. Ja? Wir müssen erstmal aufbauen, vorbauen, vorbereiten. Sehr schön. Ja, Christian hat es schon einleitend gesagt. Ich habe einen offiziellen Titel, Geschäftsführer. Ich habe Gott sei Dank zwei andere Geschäftsführer, denn in Wirklichkeit ist mein Hobby nur noch das hier. Podcasts aufnehmen, Videos drehen und das Ganze in die Welt teilen. Jetzt würde man sagen, warum machst du das mit Mitte 30? Da müsste man noch eigentlich Schminkvideos auf YouTube stellen. Das hat bei mir nicht funktioniert. Also haben wir gesagt, wir machen es anders. Wir reden über New Work und die Dinge, die wir erleben. Unter anderem haben wir einen Podcast aufgenommen mit eurem Kollegen Stefan, eurem CDO, vor einigen Wochen. Der kommt in 2 oder 3 Wochen, glaube ich, auch live. Das heißt, ihr seid auch mit dabei. Und das hat eigentlich nichts direkt mit meinem Geschäft zu tun, sondern einfach nur damit zu tun, dass ich Leute treffen darf und erstmal aufnehme, was ich so erlebe. Und wir das dann wiederum nach draußen tragen, um das dann zu diskutieren. Und nichts anderes habe ich mit euch vor. Ich würde gerne alles, was ich hier teile, als Erfahrung sehen und dann nachher mit euch diskutieren. Auch in der Breakout-Session würde ich euch direkt etwas geben, was wir im Projektalltag anwenden. Das heißt, wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr damit morgen loslegen. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist eure Entscheidung. Eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in dieser ganzen Zeit, das sind jetzt so 2 Jahre, wo wir Podcasts und Videos machen und Leute interviewen, ist, dass wir immer wieder zurückfallen auf ein Thema, ich würde es mal nennen, prägende Ereignisse. Ich finde es Englisch ein bisschen griffiger. Formative Moments. Dass Leute etwas erzählen und dann sagen, und dann ist das passiert. Und genau einen Moment rückblickend definieren können. Könnt ihr euch bestimmt alle daran erinnern. Ne? Also wir alle wussten ja, dass wir auf einmal iPhones haben, als wir die Blackberries dann hatten und dachten, na logisch, haben wir irgendwann alle iPhones, ist ja klar. Die Zitate, die ich damals bekommen habe, war immer, wie soll man denn ohne Tastatur gescheit tippen im Businessbereich? Das geht ja nicht. Aber heute wissen wir natürlich alle, dass es so war. Und wir waren alle die Ersten. Also, was meine ich mit so prägenden Ereignissen, die uns ereilt haben? Eines dieser prägenden Ereignisse ist zum Beispiel sowas hier. Vor einigen Wochen hatte ich ein jüngeres Publikum. Da hatte ich dann in etwas erstaunte Gesichter geguckt, dann fragte ich, ob eher Snapchat oder Instagram verwendet wird. Da sagten die meisten Snapchat im Raum. Da sagte ich, okay, das war der Mauerfall, weil einer fragte, welches Konzert das gewesen sei. Okay. Gut, auf jeden Fall, das meine ich mit prägendem Ereignis. Ich war damals 7 Jahre alt. Als das passierte, erinnere ich mich noch dran, meine Mutter hatte Tränen in den Augen und ich konnte das als 7-Jähriger natürlich alles noch nicht einordnen. Aber ein prägendes Ereignis wird immer dann zu einem prägenden Ereignis, wenn es irgendeine Emotion in uns auslöst. Und ich nenne das entweder die Oh-Shit-Emotion, wo ich sage, wow, was ist jetzt? Oder der Magic Moment. Ne? Ich war damals 7, das heißt, für mich war das der Magic Moment. Ja? David Hasselhoff auf der Mauer in seiner Glitzerjacke. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das war gigantisch, ja? Also unfassbar. Also, das meine ich mit Magic oder Oh-Shit. Es gibt natürlich noch andere Beispiele. Nehmen wir mal ein paar seriöse Beispiele. Ja? Ein Beispiel war 1996. Ich hatte damals einen Brieffreund in Kanada. Ich habe den heute noch, meinen Freund Chris. Mit dem schreibe ich heute WhatsApp-Nachrichten, so wie jeder wahrscheinlich. Aber damals haben wir Faxe hin und her geschickt. Das heißt, ich habe immer hin und her gefaxt, ich habe so Englisch gelernt. Und ich habe Chris nachweislich die erste E-Mail geschickt, die ich je verschickt habe. Und ich habe ihm direkt hinterher einen Fax geschickt und sagte, hast du meine E-Mail bekommen? Und das Beste war seine Antwort, er schickt nämlich einen Fax zurück, ja, E-Mail ist angekommen. Aber ich, geil, ja, Magic, das ist einfach, das war mir in dem Moment sonnenklar. Ich so, was ist das für ein geiles Tool, wenn das nur mehr Leute verwenden würden? So, ein weiterer Magic-Moment. Beim 10-jährigen Abi erzählte unser Oberstufenleiter, ich habe den ersten Schulverweis gekriegt für Handybenutzung im Unterricht.
Und für mich war das damals Magic, weil ich habe eine Firma gehabt, mein Vater hat einen Getränkehandel, das heißt, ich wusste immer, wo werden Autohäuser eröffnet, wo macht ein neues Architekturbüro auf, und habe angerufen und gesagt, hier, wir könnten ja noch ein Catering-Team stellen und so mein erstes Geld verdient. Und ich konnte so immer auf den Kursfahrten jetzt mit dem Handy von unterwegs telefonieren. Vorher musste ich immer in der Jugendherberge sitzen bleiben und von dort aus telefonieren. Einziger Nachteil, so die 3 Mark pro Minute aus Griechenland nach Deutschland, aber das war dann auch wieder reingeholt. 2000, erste selbst runtergeladene MP3-Datei bei Napster. Die habe ich von Dr. Dre habe ich mir runtergeladen. Und das war für mich natürlich Magic. Also wer vielleicht mit Universal zu tun hat, für die war das ein Oh-Shit-Moment, ganz klar. Wer von euch kennt Salesforce? So, heute gehen die Hände hoch, ne? 2003. Sag ich zu meinem Chef, damals Praktikum gemacht, ich so, hey, ich habe mir ein Cloud-Tool runtergeladen. Damals war Salesforce 2 Jahre alt. Kannst du die Adressdaten drin speichern, kümmern sich um die Server. Der sagte, du bist doch wahnsinnig. Daten im Internet, Adressdaten im Internet zu speichern. Salesforce hat heute das größte Gebäude in San Francisco. Jeder will das scheiß Geschäftsmodell von Salesforce haben. Und heute stellt es keiner mehr in Frage. Ganz klar, eine ganze Industrie einmal auf den Kopf gestellt. Ehrliche Antwort, wer von euch benutzt jeden Tag WhatsApp? Oh shit. Ja, für die Telekom, die 4 Milliarden Profit mit der SMS gemacht hat. Oh shit. Für alle anderen, die Kinder zu Hause haben und im Verteiler der Klasse mit dabei sein wollen, Magic. Früher gab es diese Telefonketten, kennt ihr die noch? Der erste ruft an, der zweite und so weiter. Gut, also das meine ich mit Oh Shit und Magic. Vorletztes Jahr gab es einen Moment, dort wurde ein Mann in einem Spiel geschlagen, mit dem ihr emotional alle nichts zu tun habt. Das ist Lee Sedol im Hintergrund, der dort sitzt. Das ist der erfolgreichste Go-Spieler der Welt. Wem sagt das Brettspiel Go etwas? Es sind sehr viel mehr als beim letzten Mal. Ich erkläre es für den Rest ganz kurz. Schwarze, weiße Steinchen. Die Aufgabe ist, Gebiet zu erobern. Möglichst viel Gebiet zu erobern. Das ist die Aufgabe. Unterschied zwischen Schach und Go. Go ist so viel komplexer, dass ich mehr mögliche Züge habe, als es Atome im uns bekannten Universum gibt. Also sehr, sehr, sehr viel. Bedeutet, ich brauche für dieses Spiel etwas Tiefmenschliches, Intuition. Ich gucke dem Gegenspieler in die Augen und schaue, na, hat er schlecht geschlafen? Ist er heute ein bisschen aggressiv? Ist er heute nett? Wie ist er drauf? Und passe meine Taktik entsprechend daran an. Der Lee Sedol, der hier rausgeht und raucht, und ich glaube normalerweise nicht raucht, das ist der Ausschnitt aus dieser Doku, wo es mir dann wirklich der Oh-Shit-Moment hochgekommen ist und ich gedacht habe, Der wurde in dem Moment von einer Maschine geschlagen. Das ist der Moment, als er es realisiert. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der kommt in dieser Doku mit seiner 4-jährigen Tochter an der Hand rein, die himmelt ihn an, er ist der größte Spieler aller Zeiten. Go ist in Südkorea größer als bei uns Fußball. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses verlorene Spiel, was wir hatten bei der WM. Ich habe diesen Vortrag mal direkt nach dem Spiel gehalten. Ist auch mal von Vorteil, wenn Deutschland und Südkorea miteinander zu tun hat. Auf jeden Fall, erinnert euch an diesen Moment, wie ihr da rausgegangen seid aus diesem Spiel und spürt diese Emotion nach. Und jetzt kommt dieser Mann, dessen Tochter dort im Raum sitzt, der mit Abstand David Guetta für sie, der größte, den es gibt, und verliert gegen eine Maschine. Und sein gesamtes Leben basiert auf diesem Spiel. Und das ist jetzt nur ein Spiel. Und wenn man das so sieht und das mal von diesem Spiel wegnimmt und sagt, oh, ich habe eigentlich nichts mit Go zu tun und den Typen kenne ich auch nicht und Südkorea auch nicht, wenn man das mal davon wegnimmt und nur die Emotion betrachtet, dann sieht man, oh shit, da passiert was. Und interessant ist es deswegen, weil noch 1997 die New York Times schrieb, als der erste Spieler im Schach von einer Maschine geschlagen wurde, Garry Kasparov 1997 gegen Deep Blue von IBM. Beeindruckend, aber es wird mindestens noch 100 Jahre brauchen, bis eine Maschine so gut ist, dass sie einen Menschen in Go schlagen kann. Und das ist der Kernpunkt, die Geschwindigkeit, in der das passiert ist. Das ist der entscheidende Punkt, nicht dass es passiert ist. Wir haben im Podcast einen Mann interviewt, Jürgen Schmidhuber. Das ist einer der Top 5 führenden KI-Wissenschaftler weltweit. Die anderen 4 arbeiten für Google, Facebook, Amazon und Apple. So, das heißt, das ist der Mann, der wirklich an der Vorfront ist, was KI betrifft. Und in diesem Podcast, über so eine Stunde, hat er mehrere interessante Sachen gesagt. Unter anderem, also hat er auch im Nebensatz erklärt, warum es sehr viel schwieriger ist, Frauen durch eine KI zu ersetzen als Männer, weil wir Männer sehr viel linearer denken als Frauen, die sehr viel komplexer denken. Also solltet ihr vielleicht mal reinhören. Das ist ganz interessant. Und das Zweite, was er sagt, ist, das ist eigentlich etwas sehr Einfaches. Das sind seine Schüler, die diese Maschine gebaut haben. Es ist sehr einfach, das in KI nachzubauen. Ihr benutzt jeden Tag eine Anwendung, die er geschrieben hat.
auf jedem Smartphone weltweit, 2 Milliarden Geräte weltweit, den sollte man sich mal anhören. Und der ordnet das Ganze ein. Er sagt, natürlich, wir forschen seit den 80ern, seit den 50ern in der Theorie, seit den 80ern sind wir dran. Jetzt haben wir die Rechenkapazitäten dazu. Jetzt sind wir soweit. Und das waren die Momente, wo ich das erste Mal gedacht habe, naja, ich habe mit KI bis dato eigentlich im Alltag nichts zu tun gehabt, interessiert mich alles nicht die Bohne. Nur meine Kinder werden irgendwann fragen, du warst doch damals dabei, sag mal hier, beim Mauerfall so, und Internet und dann KI. Jetzt hast du Mauerfall irgendwie nicht so richtig mitgekriegt wegen David Hasselhoff und Internet hast du auch irgendwie verpasst. Aber ein drittes Thema? Ernsthaft? Und darum geht's, um die Haltung zu den Sachen, die um uns herum passieren und mehr nicht. Ob das jetzt KI ist, ob das digitale Transformation ist, New Work, gebt dem welchen Titel ihr auch immer wollt, ist mir scheißegal. Es geht um die Haltung, die wir zu diesen Themen haben. Und das ist das, was ich mit euch anschauen will. Wie macht man aus einem potenziellen Oh-Shit-Moment ein Magic-Moment? Weil für eine Firma bedeutet das dann eben Make or Break. Und die Antwort liegt für mich in dem Geheimnis, im kleinen Unterschied zwischen React und Response. Einer emotionalen Reaktion auf etwas, was passiert, oder einer durchdachten Antwort, weil ich einmal einen Schritt unter die Oberfläche schaue und mich nicht verarschen lasse von der Headline und mich nicht mitziehen lasse mit dem großen Hype. Aber den auch nicht kleinrede, wenn ich das Gefühl habe, da passiert gerade was und irgendwie spielen wir da auch eine Rolle. Oh, und so die nächsten 20 Jahre bin ich auch noch nicht in Rente, vielleicht auch die nächsten 10 nicht. Also gucke ich mir mal an, was da passiert und versuche mal zu verstehen, was hier gerade los ist. 3 Sachen, die ich mit euch diskutieren will. Fangen wir mit dem ersten an. Mein wichtigstes Learning in der Zeit ist, von allen, die wir interviewt haben, das sind mittlerweile an die 180 Videos und knapp 100 Podcasts, die wir aufgenommen haben. Die Kernerkenntnis, keiner hat einen Plan. Keiner hat einen Plan. Jeder, der seriös antwortet, muss einfach sagen, ich kenne mich zwar in meinem Bereich aus, aber jeder, der sich hinsetzt und sagt, pass auf, ist doch alles ganz einfach, ich erkläre das jetzt mal, der lügt. Das heißt, wenn euch einer als Experte angekündigt wird, oder als Guru oder als irgendwas, und damit schließe ich mich absolut mit ein, guckt skeptisch drauf. Keiner hat den Masterplan heute. Das gibt's nicht. Dafür passieren zu viele Dinge parallel. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, und ich bete das so lange runter, bis wir das 1 Million Mal erzählt haben. Die Kurve der Bevölkerungsentwicklung verlief sehr lange sehr, sehr flach, bis zu dem Punkt der industriellen Revolution, wo wir gewisse wichtige Erfindungen gemacht haben. Im medizinischen Bereich, vor allem aber auch ernährungstechnisch. Das war dann vor der Industrialisierung. Dann piekt diese Kurve. Das heißt, sie steigt dann exponentiell. Und zwar so schnell an, dass man es auf einer Skala nicht mehr sinnvoll zeigen kann. Das Gleiche, die Kurve sieht exakt genauso aus, ist mit euren Mikrotransistoren, den Dingern, die ihr in den Handys habt. Der erste Transistor unten rechts, unten links in der Ecke ist mit auf den Mond geflogen, Saturn 5-Rakete. Das ist das Zeitalter des Silikonchips. Fairchild Semiconductors war damals die Firma, aus der dann später Intel hervorgegangen ist. Und der Chip oben in der Ecke, jetzt nicht die 7 Milliarden Bevölkerung, sondern die 10 Milliarden, die da eben stand, das ist der Chip, den wir im Smartphone mit uns rumtragen. Das bedeutet, die Kalkulation, wie weit weg ist es noch von der Rechenleistung, die wir im Hirn haben, ist relativ einfach in Mathematik. Klar, jetzt kommt der Nächste und sagt, ja, aber es gibt physikalische Grenzen bei den Chips. Natürlich. Aber das ist das Gleiche wie zwischen Kutsche und Auto. Das haben Google und Co. schon längst gelöst, weil sie die Dinger selbst bauen. Da können wir uns dann mit irgendwelchen Auflagen hier aufhalten und dran legitimieren. Ich erzähle es jetzt, auch wenn ich es 100 Mal erzählt habe, das Beispiel mit den 30 Schritten, weil einige gucken immer noch skeptisch. Ihr könnt es nachbauen mit 30 Schritten und überlegen, wie weit kommt ihr von hier, wenn ihr 30 Schritte in diese Richtung geht? Jeder für sich? Schwimmen oder noch gerade rüber? Ja. Ich glaube, die meisten von euch schwimmen, ehrlich gesagt. Und wenn ihr jetzt jeden dieser Schritte verdoppelt von Anfang an, ihr geht 2, 4, 8, 16. Wie weit seid ihr? Ja, das ist doch das mit dem Reißbrett und dem König. Ja, wie weit? Sag mal. Hannover. Hannover, ja, gut. Andere? Weiter, löse es auf. Weißt du es noch? Diplomatisch. Ihr seid mehr als 25 Mal um die Erde. 4 Mal und zum Mond und zurück. Weil ihr bei hoch 28, hoch 29, hoch 30, so wie alle anderen, nicht in der Lage seid, diese Verdopplung
euch vorzustellen. Das ist total normal. Ich erzähle das jedes Mal auf der Bühne. Und jedes Mal sitzen da Leute und sagen, brauche ich eine Excel-Tabelle zum Nachrechnen, ne? Habe ich mir nicht gemerkt. Wir können uns diese Zahlen nicht vorstellen. Das geht nicht. Das ist das, was ich meine, wenn wir zurückgucken, sagen wir mal, ach ja, klar, habe ich damals schon gesehen. Bullshit. Habt ihr nicht. Ich auch nicht. Und das funktioniert auch mit Firmenentwicklung. Nehmen wir mal das Beispiel von Apple. Das ist nur der Umsatz, nicht mal die Bewertung, nur der Umsatz von Apple. Ich hänge da deswegen so nah dran, weil ich meine Firma hatte, die viel mit Refurbishment zu tun hatte. 1997 kam Steve Jobs zu Apple zurück. Ja, die Innovatoren unter euch haben seit 2007 das iPhone. Da gab es Ende 2007 gab es das erste iPhone. Und dann passiert's: Magic, 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 Magic. Und für Nokia, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der Erfolg basiert auf einem Gerät, wenn man es mal hart runterbricht. Jetzt kann man das strategisch alles auseinanderpflücken, aber das ist genauso wie bei Microsoft der Erfolg auf einem Produkt basiert. Und die Strategie lässt sich unter dem Namen Windows zusammenfassen. Die wurde erst letztes Jahr geändert von einem sehr bolden, sehr mutigen neuen CEO, Satya Nadella, der das Ganze in Cloud und AI als Strategie zusammengefasst geändert hat. Also, das, was wir nicht einschätzen können, die Geschwindigkeit der Entwicklung ist so hoch, dass keiner einen Plan hat oder keiner sagen kann, in die Richtung geht's oder in die Richtung geht's. Es sind alle mit dran beteiligt und es gilt eben entsprechend aufmerksam zu sein. Zweitens, den Unterschied zwischen Wissen und Lernen verstehen. Das ist mir tatsächlich im Podcast mit dem Microsoft Cloud-Chef gekommen, Martin Geier, der vorher bei Amazon war. Der in dem Podcast an einer Stelle sagte, und das sagen sehr viele Microsoft-Leute mittlerweile, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her, wir versuchen bei Microsoft gerade von einer wissenden zu einer lernenden Organisation zu kommen. Jetzt bin ich ein BWLer, ich weiß nicht im Raum, wer das noch ist, aber ich trete mir selber auf die Füße. Wir sind ja als BWLer eher so Schmalspurwissenschaftler. Das heißt, für mich ist das immer erstmal eine Marketing-Headline. Bis ich dann nochmal den Podcast gehört habe, um dann einen Post zu schreiben, und mir aufgefallen ist, der wurde auf einmal relativ ruhig und bedächtig. Und man merkte so, das fällt ihm jetzt auch nicht leicht, so zu sagen. Warum? Weil es unfassbar schwer ist, ernsthaft Lernen in die DNA zu bekommen. Wie funktioniert Lernen? Wer von euch hat Kinder? Mein Sohn ist eins. Nee, jetzt ist er mittlerweile älter, anderthalb. Aber mit eins hat er angefangen, so langsam zu laufen. Ich stelle mir das immer so vor, dass im Hirn die Neuronen wie zwei Bahnhöfe sind, die noch keine Bahnverbindung miteinander haben. Nehmen wir mal das rein hypothetische Beispiel zwischen dem Flughafen München und der Münchner Innenstadt. So, jetzt gibt es dort, jetzt steht er das erste Mal auf und läuft und merkt, das funktioniert. Also baut er sich eine S-Bahn-Trasse auf diese Strecke und fährt auf der hin und her. Jetzt kommt seine ältere Schwester Clara und haut ihn einmal kräftig um, weil sie ja schon drei, fast vier ist. Und er merkt, funktioniert nicht, ich brauche was Neues. Also lege ich mir was Neues. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen dem Münchner Flughafen und der Münchner Innenstadt. Ich hänge immer noch an dieser Strecke, deswegen versuche ich es bei euch. Also, von Magneten habe ich nicht gesprochen. Was macht er als Kind? Ja? Er lernt dann eine neue Strategie und fährt die ganz nüchtern. Was machen wir als Erwachsene, wenn ich sage, hey, ich habe eine Idee für eine super neue Bahnverbindung zwischen Flughafen und Münchner Innenstadt? Dann ist unsere typische Reaktion, wir haben doch schon eine. Und alle anderen können Taxi fahren. Das ist dann die wissende Haltung, die wir in dem Moment übertragen. Eine KI, also Deep Learning, per Definition sucht sich einen eigenen Weg. Es lernt, es sucht sich einen eigenen Weg. Genau wie Kinder sich einen eigenen Weg suchen. Wenn jetzt meine Tochter mit einem neuen Satz ankommt oder mit einer neuen Wortwahl, die nicht von mir kommt, dann sage ich als Vater, ach, das ist ja niedlich, wo hat sie das denn her? Das ist ja unglaublich bezaubernd, toll. Wenn eine KI alleine lernt und etwas tut, was wir vorher nicht wussten, dann finden wir später auf Spiegel Online die Headline, der Terminator übernimmt die Welt. Das ist der Unterschied, wie wir auf etwas reagieren, was im Kern sehr ähnlich funktioniert. Das ist Haltung. Haltung kann aber auch ganz gefährlich sein. Ich habe das Beispiel auch schon oft zitiert. Wie gesagt, ich habe es erlebt. Ich habe eine Firma vorher gehabt, die Handys refurbished hat, an- und verkauft hat. Das heißt, wir haben sehr viele Nokia-Geräte vorher angekauft. Wer hatte mal ein Nokia-Gerät? Ja, die ganzen Snake-Weltmeister hier. Ja, klar, logisch. Das ist die Headline von einem der Expertenmagazine der Welt, Forbes Magazine, ne? Glaubt keinem Experten, 2007, kurz nachdem das iPhone auf dem Markt war.
Zitat des damaligen Nokia-Chefs: beeindruckend mit den 270.000 verkauften iPhones, aber es wird, Zitat, nicht mal eine, und das ist wichtig, Delle in unserem Kundenstamm von fast 1 Milliarde Kunden verursachen. Was sagt uns das Wort Delle? Das ist Haltung. Das ist Haltung. Um mehr geht's nicht. Es geht um die Haltung. Wie reagiere ich auf etwas, was mir jemand reingibt? Bin ich emotional angegriffen? Springt mein Ego darauf an? Mag sein. Schieße ich raus mit so einem Wort Delle und haue so bolde Sätze raus? Mag sein. Kann gut sein, kann schlecht sein. Das ist Haltung. Es gibt noch ein weiteres Zitat, aber das erspare ich mir jetzt heute. Können wir im Nachgang machen. Das Beispiel für Haltung, wie man es andersrum machen kann, ist er hier. Jeff Bezos, heute reichster Mann der Welt. Sehr lange natürlich typisch deutsch, auch immer wieder in den Headlines verschrien. Amazon macht keinen Gewinn, Amazon behandelt die Arbeiter schlecht und so weiter. Mag alles sein. Nichtsdestotrotz ist er ein Langfristdenker. Immer schon sehr, sehr, sehr langfristig. Als ich 99, 2000 so in der Abi-Vorbereitung war, war es normal, dass in der großen Pause immer 8 Firmen an die Börse gegangen sind. Ja? Wir konnten jeden Tag in den Kieler Nachrichten gucken, welche Firmen an die Börse gingen. Und wir haben uns natürlich über die CEOs von damals unterhalten. Und einer war eben er, Jeff Bezos. Das ist ein Ausschnitt aus 1999, ich glaube 99, kann auch ein bisschen später sein, wo er vom Interviewer gefragt wird, ob er denn nicht Angst hat, weil er von allen Seiten gerade verklagt wird. Und schaut mal, wie er reagiert. Ich hoffe, Ton läuft. Ja, nein. It's getting really nasty out there, it seems to me. The online bookstore, the Barnes & Noble bookstore, is so big it makes Amazon.com look tiny. Seems to me that this is almost a declaration of war. Well, it's not just Barnes & Noble, but one of the Walmart things... is suing you? That's right. And you're surrounded by enemies. People want to get you. Establishment is big and powerful. Do you ever get scared? Well, I tell people around here to wake up petrified and afraid every morning. Do you? I do. It is not uncommon for people who have achieved the kind of startling success you have in such a short period of time develop a pretty strong fear about losing it all. Are you afraid of that? I know we can lose it all. It's not a fear. It's a fact. Also seine Lache ist natürlich unbeschreiblich. Es gibt von ihm ein Interview mit Döpfner auf YouTube, frei verfügbar. Es gibt keine Ausrede, sich das nicht anzugucken. Der Mann denkt in 100, 200, 300 Jahresschritten und sagt 99, it's not a fear that you can lose it all. It's a fact. Und diese Haltung beschreibt einen ganz, ganz kleinen, feinen Unterschied. Mit Angst im Nacken innoviert es sich nicht gut. Mit Angst im Nacken arbeitet es sich auch nicht gut. Aber den Fakt zu akzeptieren, dass alles vorbei sein kann, dass ein Projekt in den Arsch gehen kann, dass auch mal Menschen sich anders fortbewegen, als sie sich heute fortbewegen. Und so weiter. Ich will gar nicht mit privaten Schicksalsschlägen, die alle wahrscheinlich kennen, anfangen. Es kann morgen anders sein. Das ist Haltung. Und mit der Haltung an den Start zu gehen, gibt eine gänzlich andere Firmenkultur, eine eher lernende Firmenkultur, eine aufmerksame Firmenkultur, eine, die eher von einem Wettbewerb und Spaß geprägt ist. Sonst würde der auch nicht so verdammt viel lachen, denn damals hatte er noch nicht so viel zu lachen. Und das gibt diese Haltung, die wir brauchen in Zeiten, wo alle sagen, das ist anders, das ist neu, das ist anders und das müssen wir und hinterherrennen. Bei KI wurde uns ja das hier versprochen. Ne? So sollte KI aussehen. Das ist Jarvis von Iron Man, den wir dann zurufen, mach dies, mach das und koch Kaffee. Und bekommen haben wir das Teil hier, auch dank Jeff Bezos. Wer hat das zu Hause? Wer ist damit zufrieden? Ja, da hinten, sehr gut. Ich habe natürlich auch so ein Ding zu Hause. Ich probiere ja immer alles aus. Ja? Also zum Leidwesen meiner Frau steht dann bei uns Google und Alexa und Siri und was da nicht alles ist. Und meine Kinder finden es natürlich super. Meine Tochter, die ein bisschen älter ist als mein Sohn, die kann noch nicht lesen und schreiben, aber die kann herausragend viel sprechen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber das kann sie. Und hat das Ding im Kinderzimmer und sagt dann, Alexa macht das Licht grün, Alexa spielt Leo Lausemaus, Alexa macht dies, Alexa macht das. So, und jetzt ist es so, dass ich am Montag und Freitag meistens die Kinder zur Kita bringe. Ich schaffe es irgendwie erfolgreich, immer sehr spät dran zu sein. Kann ja keiner meiner Kinder was für. Auf jeden Fall verfalle ich dann in leichte Hektik.
und sagt dann, Clara, komm, jetzt aber los. Und sie kommt dann mit immer noch einer neuen Idee. Ihr kennt das ja, ne? Die Liste, die To-Do-Liste eines Kindes vorm ins Bett gehen und wenn man in die Kita soll, ist endlos lang. Und dann kam sie mit einem dieser Wimmelbücher, wo man Sachen sucht. Und Strand drauf zu sehen, Papi, ich will Pommes essen am Beach. Ich so, guck raus, Hamburg, ne, Regen. Ich so, Clara, ne, Schiedwetter, schwierig. Dann müssten wir einen Flug nach Mallorca buchen und dann Sachen packen und so weiter. Dann rennt sie beleidigt in ihr Zimmer und sagt, Alexa, Flug Mallorca. Ich sofort hinterher reagiere und sage, Clara, das funktioniert nicht. Und in der Sekunde, wo ich diese Worte ausgesprochen habe, merke ich, jetzt überträgst du, Penner, Haltung auf deine Tochter, die eigentlich eine grandiose Idee hat. Warum soll das denn nicht funktionieren? Ich bestelle damit irgendwelche Babyflaschen, ich bestelle damit irgendwelche Akkus. Warum soll das nicht auch funktionieren? Das Ding hat meinen Kalender, das Ding hat sowieso meine Kreditkartendaten. Dass ich im Zweifelsfall 100 Euro mehr für einen Flug nach Mallorca zahle, wenn der kinderfreundlich ist, why not? Das ist Haltung. Stattdessen gehen wir alle an den großen Bildschirm und suchen nach einem Flug oder noch schlimmer, schreiben unsere Assistentin, könntest du mal bitte Flugoptionen nach Mallorca prüfen? Leute, das ist Haltung. Und das Teil hat, und ich habe es einfach mal aufgenommen, am Anfang deswegen bei den meisten, ist deswegen bei den meisten so unten durch, weil wir sagen, das bringt überhaupt nichts. Aber mittlerweile sind diese Zahl der Skills so groß, dass man solche Sachen eben auch nachbauen kann. Das ist gar kein Problem. Das ist so wie am Anfang das tragbare Telefon, wo auch alle gesagt haben, ach, wer trägt denn sowas mit sich rum? Und irgendwann wurde es halt immer kleiner und kleiner. Nur, dass sich hier die Verpackung nicht ändert. Das ist der Unterschied. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, wie kann man denn Haltung im Alltag üben? Wir sind ja bei der Bahn und das ist schwierig und wie können wir das machen und so. Also, hier mal ein kleines Haltungsbeispiel, eine kleine Übung. Wer von euch schreibt jeden Tag E-Mails? Das überrascht mich jetzt total. Okay, wer von euch hat Ordner und ein richtig gutes System? Auch immer noch einige. Okay, wer hat einfach nur Ordner? Alles klar. So, hier jetzt mal eine epische Erfindung aus dem Jahr 2018, die nennt sich Suche. Ja? Das ist ein kleines Fenster über den E-Mails. Es gibt keinen Grund, im Jahr 2018 nicht die Suche zu verwenden, statt Ordner. Wofür packt ihr die Sachen in Ordner? Dann höre ich immer wieder, ja, damit ich die Sachen wiederfinde. Ich so, interessant, dafür wurde ja die Suche entwickelt. Das Erstaunliche ist tatsächlich, wir machen ja im Alltag sehr viel Schulung. Also wir migrieren sehr häufig wirklich auch ganze Konzerne auf Office 365. Wir haben mit euch nichts zu tun, aber trotzdem, das ist das, was meine Leute den ganzen Tag machen. Eine der anstrengendsten Schulungen ist, Chefs, meistens Chefs oder Chefsekretärinnen, davon wegzubringen, Ordner zu verwenden, aus der Angst, etwas zu verlieren. Wir verwenden halbe Tage darauf, Leute von Ordnern zu lösen. Die haben Angst davor, dass was durchrutschen kann. E-Mail ist sowieso eure personenbezogene Kommunikation, das heißt, kein Mensch kann die durchsuchen, das heißt, wenn ihr das ablegt für irgendwen im Konzern, ist scheißegal, interessiert sowieso keinen. Autoresponder für den Urlaub fragt auch kein Mensch nach. Die einzigen, für die es relevant ist, seid ihr selber. Und die neuen Suchmöglichkeiten, sei es in Office 365, sei es in G Suite oder wo auch immer, ich weiß, Lotus Notes ist hart, das ist aber eine andere Story, aber die Suchmöglichkeiten sind auch dort so zahlreich, dass es keinen Grund gibt, Sachen in Ordner zu packen. Das ist eine ganz, ganz kleine Alltagsübung, wo ihr mal versuchen könnt, reinzufühlen, ob jetzt das was mit euch macht und ihr sagt, der erzählt doch totalen Quatsch, das ist wieder Ego, der jetzt zu euch spricht, ja? Oder ob ihr sagt, na klar, mache ich sowieso schon und danke, endlich sagt es einer mal, dass ich trotzdem ein gut sortierter Mensch bin. So, weil ich habe noch gelernt, am Freitag ist Ablagetag. Für meine Leute ist das keine Arbeitszeit mehr. Das gibt's nicht. Drittens. Und danach können wir diskutieren. Es gibt ein Zitat aus den 70ern von Kalkin, der sagte, we shape our tools and thereafter our tools shape us. Wir formen unsere Werkzeuge und danach formen unsere Werkzeuge uns. Dieses we shape, was da vorne steht, das überlesen wir sehr schnell in Zeiten von Twitter und Co. Wir formen die Werkzeuge und danach formt das Werkzeug uns im Alltag, wie wir es geformt haben. Wer von euch benutzt jeden Tag seinen Kalender? Wer von euch hat das Gefühl, er ist uneingeschränkter Herrscher seines Kalenders und hat ausreichend Zeit für sich selbst und zum Denken? Das sind ja ausschließlich Führungskräfte hier, da würde ich sagen, dann hört jetzt genau zu. Ich habe einen Mann getroffen, der war an dem Tag dabei, das ist der Tag, an dem Richard Nixon das Weiße Haus verlässt. Der Mann steht da hinten, 29 Jahre alt, Warren Rustand,
war der Chefsekretär von Gerald Ford und der dritte Mann im Raum, als Nixon reinkam und sagte: Mr. Vice President, be prepared to become president. Und von der Sekunde an war er damit der Chefsekretär des US-Präsidenten. Was hat das mit eurem Kalender zu tun? Ich habe den Kerl beim Wandern getroffen. So sieht er aus heute. Keine Verwandtschaftsverhältnisse. Warren ist ein Amerikaner, großartiger Typ, also wirklich ein großartiger Typ. 19-facher Opa, mehrfacher Milliardär, war mal NBA-Spieler, Chefsekretär des US-Präsidenten, was man halt so in der amerikanischen Karriere macht. Jetzt sagt der typische Deutsche wieder so, ne? Klar. Also, jetzt mal wieder ein bisschen Ego frei machen, öffnen. Warren teilt extrem viel mit extrem vielen Leuten und erzählt mir beim Wandern endlos viele Stories, sodass ich irgendwann zu ihm meinte: Hey Warren, can we record a podcast? Er so: Yes, of course, but what is a podcast? Ich so: Okay, das kriegen wir gelöst. Und eine Sache, die er nämlich erzählte, war, er ist derjenige, der das System, wie sich US-Präsidenten organisieren, von Gerald Ford bis Obama, aus irgendeinem ihm nicht erklärlichen Grund benutzt es Trump nicht, das wollte er auch nicht teilen, bis Obama geprägt hat. Das heißt, das präsidiale Kalendersystem hat er geprägt. Warum ist das so wichtig? Bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass in den USA das eher reaktiv war. Das war gewachsen, die Kultur. Unter Lincoln konnte man noch mit seinem Anliegen ins Weiße Haus reinlaufen bis zu dem Anschlag und sagen: Ich habe hier ein Anliegen, ich muss bitte zum Präsidenten. Und wenn es dann wichtig genug war, dann wurde man auch entsprechend durchgelassen. Das heißt, Gerald Ford hat am Tag 1 seiner Präsidentschaft 300 Anfragen bekommen für physische Events, um physisch irgendwo anwesend zu sein. Die meisten deutschen Vorstandsetagen legt man mit 10 Anfragen pro Tag komplett lahm. Dann sind alle Chefsekretärinnen damit beschäftigt zu prüfen, wer hat angefragt, ist das Event relevant, ist die Bundeskanzlerin dabei und wie lange müssen wir da sein. 10. 300 hat er bekommen. Das heißt, er sagt, es ist unmöglich, da durchzuarbeiten. Das kann man nur mit Manpower machen oder eben mit einem anderen System. Und was die gemacht haben ist, die haben dann in Camp David, also in dem Retreat, einen Tag definiert, wo nur dran gearbeitet wird, was soll die Legacy des Präsidenten sein? Was will ich hinterlassen? Jetzt kann man sich immer darüber streiten, hat er das hinterlassen, was ich gut finde oder nicht, aber er hat definiert, was soll meine Legacy sein? Und aus dieser Legacy wird dann abgeleitet, Achtung, die Priorität. Das ist per Definition Singular, nicht Plural, Priorität. Und da hat Warren mich dann im Podcast erwischt, ihr könnt da gerne mal reinhören, da hat er mich ziemlich kalt erwischt und er meinte: Naja, was ist denn deine Priorität? Könnt ihr mal selber mal so reinfühlen, was ist denn eure Priorität? Und ich sitze dann da und grübel so auf der Hütte da am Tegernsee oben rum und sag so: Naja, klar, Familie. Also, interesting. Du hast mir gerade erzählt, du bist vor 3 Wochen Vater geworden, es ist Sonntag und du lebst eigentlich in Hamburg, bist hier aber mit mir am Tegernsee und deine Frau ist zu Hause mit 2 Kindern. Ich so: Ja, schwierig, ne? Ja, schwierig. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie leicht wir dieses Wort Priorität verwenden und deswegen auf die Sachen, die in den Kalender reinpurzeln, einfach reagieren und die annehmen. Und andere Leute die To-Dos bestimmen lassen. Der E-Mail-Eingang ist ja auch nur eine unsortierte To-Do-Liste von wem anderes. Haben auch mehrere Leute im Podcast gesagt. Völlig klar. Das ist ein völlig schwachsinniges System, von dem wir sagen, das macht irgendwie Sinn, weil jeder schreibt E-Mails. Genau wie der Kalender auch. Und von dem Zeitpunkt an hat er mir dann erklärt, wenn man das einmal hat, wird der präsidiale Kalender eingeteilt in 0 bis 2 Wochen, maximal 15 Minuten Termine und Slots. Dann für den Planungshorizont 2 bis 6 Wochen auf 1 Stunde. Und dann 6 Wochen beyond, alles auf einen Tag genau geplant. Aber nicht detaillierter und nicht breiter. Und das ist der rollierende Rhythmus durch den präsidialen Kalender. Das ist sehr befreiend, kann ich euch sagen. Seitdem ist mein Kalender sehr viel leerer als vorher und sehr viel weniger schlecht geplant als vorher. Und ich lehne sehr, 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 sehr viele Sachen ab. Und das macht mein Leben besser. Das meine ich mit We shape our tools and thereafter our tools shape us. Eines der mächtigsten Tools, die wir aber heute haben, ist dieses hier. Das bin ich mit meinem guten Freund und Unternehmerkollegen Adrian, mit dem ich eine Firma zusammen gegründet habe, der heute einer, würde ich mal sagen, der wichtigsten KI-Unternehmer ist, den es in diesem Lande gibt. Und wie man sieht, unterhalte ich mich sehr angeregt mit ihm. Das ist so die typische Unterhaltungssituation, würde ich jetzt mal sagen, die man hier auch beobachten kann. Wenn wir uns irgendwie in einer Lounge treffen, vorne zum Kaffee trinken, dann sind die meisten von uns geistig zum Teil auch abwesend. Das heißt, dieses Paradox together alone und alone together gilt es zu managen. Das ist Alltag. Das Interessante ist, das Ding ist das mit Abstand mächtigste Tool, das wir mit uns rumschleppen. Eingebaute künstliche Intelligenz, mehr Chips, mehr
Neuronen bzw. Transistoren drin als die Saturn-5-Rakete, die auf den Mond geflogen ist. Und das Einzige, was wir damit machen, ist immer zu reagieren, wenn das Ding bimmelt. Meine blöde Frage, wer von euch hat keine Benachrichtigung aktiv auf seinem Smartphone? Keine. Kein Vibrieren, kein Klingel, keine Message und auch keine Zahl, die unten steht, wenn da irgendwelche Nachrichten sind. Da hinten sehe ich zwei, okay, alles klar, drei. Gut. Frage, wie oft schaut ihr am Tag auf euer Smartphone? Die neuen iPhones können die Zahl auslesen. MP, mein Kameramann, steht da hinten, der ist 20, der darf jetzt mal seine Zahl nachprüfen, einmal kurz. Ihr dürft auch mal nachschauen und überlegen, was schätzt ihr, wie oft? Haut mal eine Zahl aus, schätzt mal. Von 0 bis 1000. Von 0 bis 1000, sehr breit. Sehr diplomatische Antwort. 100 Mal, 80 Mal habe ich eben gehört. Heute, 163 Mal, nur heute. Schön, dass wir noch nicht mal 12 Uhr haben, sondern Viertel nach 10. Also, neulich hattest du 250. Wir schauen, je nachdem, in welcher Altersgruppe wir sind, zwischen 100, wenn man Millennial ist, 150 oder wenn man Generation Z ist, über 200 Mal am Tag aufs Smartphone. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wofür genau braucht ihr Benachrichtigungen auf diesem Gerät? Kann mir das einer mal sinnvoll erklären? Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der das kann. Das ist der Unterschied zwischen we shape our tools oder wir lassen uns von dem Tool shapen. Jedes Mal, wenn ich euch anbimmel über irgendeinen Kanal, den ich bestimme, reagiert ihr. Jedes Mal. Wir haben bei uns die Regel, jeder darf entscheiden, mit welchem Arbeitsgerät er arbeitet, solange er es gut genug verargumentieren kann. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Marcel hier hinten, als er bei mir anfing im Februar, sagte dann so, ja pass auf, ich brauche, damit ich unterwegs hier diese riesen Filme schneiden kann, das neue Dell XPS 15 Zoll, schieß mich tot, 4K-Display und ich gucke nur drauf und sage, 3.500 Euro für einen Dell-Rechner? Bist du geisteskrank? Dann brauche ich aber auch das neue MacBook Pro 15 Zoll, 5K, 6.000 Euro. Und er so, wofür brauchst du denn ein MacBook? Ich sage, ich bin der Geschäftsführer. Ja, Generation Z ist etwas schlagfertiger als Millennial. Das heißt, er sofort zurück, ja, ich dachte, deine Aufgabe ist Geschäfte führen. Ich so, ja, shit. Hast ja recht. Ja, also du brauchst ja jetzt echt nichts, was für Excel-Tabellen und PowerPoint und das guckt sowieso kein Mensch mehr, was soll der Scheiß. Und außerdem erzählst du sowieso allen Leuten, du kannst alles vom Handy aus machen. Dann mach das doch mal für eine Woche und wir filmen das Ganze. Ich so, alles klar, YouTube natürlich, geile Idee. Also, eine Woche lang nur vom Handy aus gearbeitet. Was meint ihr, was das Ergebnis war? Erstmal Schmerzen zwei Tage, ja klar. Aber weil ich gemerkt habe, boah, tippen am Handy ist echt bescheuert. Weil ich aber gesagt habe, ich halte das durch und ich ziehe die Sachen dann auch durch, habe ich gemerkt, Speech to Text. Erinnert euch an den Jürgen Schmidhuber, der sagte, Frauen sehr viel schwieriger zu ersetzen durch eine KI. Das ist der Mann, der die 5 Zeilen Code, LSTM, Long Short-Term Memory, entwickelt hat, die hier drauf laufen, mit dem man sagen kann, okay Google, jetzt gehen die ganzen Handys an, okay Google, und dann kann ich anfangen zu diktieren. Und diese Speech-to-Text-Engine läuft seit knapp 18 Monaten und ein bisschen länger mittlerweile so gut, dass ich keine Chance habe, auch nur annähernd so schnell auf der Tastatur zu tippen. Nach einer Woche, weil das ja in der Tastatur eingebaut ist, benutze ich das in jeder Anwendung. WhatsApp, Notizen, E-Mails, ganze Dokumente. Sodass das Ding auch meine Sprachgewohnheiten kennt und dann irgendwann sogar unterscheiden kann, spreche ich jetzt gerade von Miriam mit I oder Miriam mit Y. Rede ich jetzt gerade Englisch oder rede ich Deutsch? Mache ich einen Punkt oder sage ich das Wort Punkt? Und gehe dann zurück an die Tastatur und stelle plötzlich fest, das ist ja wie das Fax. Klar, ich muss mir vorher überlegen, was ich sagen will. Aber das ist sowieso relativ hilfreich, das zu tun. Ganz allgemein, nicht nur durch Speech-to-Text. Das andere, was mir auffällt, ist, über 90% der Konsumenten konsumieren eure wichtigste App hierüber. Nicht am 16:9 Bildschirm. Die meisten Anwendungen laufen hier drauf. Ich sehe, was uns in der Firma fehlt, um damit zu arbeiten. Und ich stehe nicht mehr am Flughafen und muss wie die armen Berater vor mir das Lenovo ThinkPad, das private MacBook, das iPad Pro mit Tastatur und Stift, den BlackBerry und das private iPhone in die Security-Kontrolle legen, sondern das Ding reicht und das ist relativ befreiend, wenn man mit
Handgepäck reist. Also, Challenge, wer würde sich trauen? Und ich weiß, ihr habt eine herausragend gute Reisekostenabrechnungs-App, also ihr könnt mir nicht erzählen, ihr könnt das nicht. Wer würde sich trauen, zwei Tage, nur zwei Tage, mal mit dem Telefon durchzuhalten? Selbstverständlich eingeschlossen, no notifications, weil ihr werdet merken, wenn ihr mit dem Ding jeden Tag arbeitet, dann nerven die Benachrichtigungen. Wer würde sich trauen, zwei Tage nur mit dem Handy, ohne Benachrichtigung? Okay, Challenge accepted. Dann gebt mir Feedback nach den zwei Tagen, wenn ihr es getestet habt. Und Döpfner ist so einer und hat im Podcast tatsächlich gesagt, er macht das ausschließlich nur noch vom Handy, er schreibt also gesamte Artikel an dem Ding. Denn es hat den Vorteil, wir können uns wieder auf das konzentrieren, was als Führungskräfte relevant ist, nämlich führen, zwischenmenschlich, anstatt ins Büro zu laufen und uns hinter einem Laptop-Bildschirm zu verstecken. Kleiner, feiner Unterschied. Gut, ich habe schon wieder kaum noch Zeit. Ich ignoriere das immer so geflissentlich. Das ist für mich Schlüssel in dem ganzen Umgang mit dem, was passiert, die Haltung. Und der Schlüssel liegt eben in dem Unterschied zu verstehen, reagiere ich gerade, weil sich mein Ego angegriffen fühlt, weil der Magnus hier auf der Bühne sagt, ich soll vom Handy aus arbeiten, was ist das für ein Quatsch? Oder gebe ich eine durchdachte Antwort drauf und sage, will ich zwar nicht machen, weil ich brauche zwischendurch auch mal einen großen Screen, aber stimmt, Speech-to-Text habe ich ewig nicht mehr ausprobiert, ich probiere es mal aus. Das ist der kleine, feine Unterschied. React, Response, React, Response. Der Lee Sedol, als er geschlagen wurde, hat sich nicht hingesetzt und gesagt, also KI muss man verbieten in diesem Sport, das ist alles gefährlich, das muss reguliert werden, wir müssen sowieso aufpassen. Das waren die deutschen Reaktionen auf wahnsinnig viele Innovationen im KI-Bereich, immer. Sondern der hat sich hingesetzt und gesagt, das Teil hat mir einen völlig neuen Weg gezeigt, das Spiel zu spielen, weil diese Strategie, die die Maschine angewendet hat, in keinem der über 3000 Jahre alten Go-Bücher aufgezeichnet war. Zero. Das bedeutet, das hat etwas gemacht, was jedes Tool macht. Es erweitert unsere Möglichkeiten. Augmentation. Es erweitert unsere Möglichkeiten. Und wenn man so rangeht, dann betrachtet man alles, was dort gerade passiert, unter einem anderen Auge. Und das ist das, worum es geht. Das meine ich mit Haltung. Und damit lasse ich euch jetzt quasi in die Fragerunde. Danke fürs Zuhören. Before you leave, there is a video for you to watch as a recommendation by YouTube. Here you can subscribe. Make sure you subscribe because we publish minimum 2 videos a week about new workspace, new work, the tools that you need behind that, and all the stuff behind digital transformation. I would be thrilled if you subscribe here.